Ich möchte mit euch noch diskutieren. Ich möchte, dass ihr Fragen stellt oder dass wir gemeinsam diskutieren noch. Weil ich finde es mittlerweile ziemlich blöd, dass wir auf den Mahnwachen ständig irgendwelche Reden schwingen. Und im Grunde genommen könnt ihr meine Reden oder die Reden von Pedram oder sonst wem, die könnt ihr alle schon im Internet nachhören. Aber was fehlt, ist der Kontakt zwischen euch. Und was wollt ihr wirklich oder was drückt euch im Herzen vielleicht? Oder was wollt ihr da wissen? Eine Minute? Ja. Es gibt ja zurzeit die Friedensmahnwachenbewegung komplett spaltet. Nicht? Einmal in die Richtung, was Luther Dietzfurt da reingeschmissen hat. Und jetzt fängt das halt eben, ob man das gut oder nicht gut findet, ist dahergesagt. Deswegen will ich ja reden darüber. Was Jürgen Elsässer jetzt macht oder was die Bewegung von Elsässer halt eben macht, zwingt sich als Redner in die Mahnwache von Berlin hinein und nimmt als Schutzschild seine Fans und presst die nach vorne, was einen Riesenstreit und einen Riesendruck innerhalb der Mahnwache von Berlin vor allem ausgelöst hat. Ne? Also natürlich Redefreiheit für alle. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, Redefreiheit für den und den und den. Redefreiheit für jeden, der auf der Mahnwache ist. Wie für jeden. Aber es sollten Friedensthemen sein. Das ist sehr wichtig. Und ich denke auch, dass die Menschen sich selber ein Urteil bilden. Also ich glaube nicht, dass ihr, angenommen, ich wäre jetzt hier derjenige, der die Mahnwache organisiert und sage, der und der soll jetzt nicht dahin. Ich glaube, ihr wisst genau, ihr wisst selber, wer dahin soll und wer nicht dahin soll. Und wenn einer von irgendeinem Scheiß redet, dann wisst ihr ganz genau da rein, da raus. Und wenn einer was Interessantes redet, dann wisst ihr genau, oh, Lampe anmachen, oh, das ist jetzt interessant, dann wird das sowieso automatisch bei euch feuern. Und jeder nach seinem eigenen Gusto. Ja? Das ist auch wichtig zu verstehen. Gut, wer Fragen hat, wer Fragen hat, kann Fragen stellen. Aber bitte mit dem Mikro rumgehen, und weil sonst kriegen wir es hier nicht mit. Wer möchte was fragen? Traut euch ruhig. Freiwillige vor. Am Anfang ist es immer schwer, ne? Traut euch ruhig. Sagt ihr, fragt doch mal. Ah, ist jemand. Weniger möchte ich eine Frage stellen als feststellen. Okay. Gleich. Erst nur mit Mikrofon. Hat er. Ich glaube, es gibt keinen Grund zu Verdruss. Wir leben alle in einer fantastischen Zeit voller Umbrüche. Vor 30 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass der Ostblock kippt. Viele Theorien sind widerlegt. Die Theorie vom Ende der Ressourcen des Club of Rome in den 70er Jahren erhoben, hat sich in nichts aufgelöst. Es gibt keinen Grund dafür, schlimm in die Zukunft reinzuschauen. Natürlich gibt es ganz viele furchtbare Sachen, Kriege, unterlassene Hilfeleistungen. Was erleben wir da gerade in Syrien? Wie ist dieses Ding innerhalb der letzten zwei Jahre gekippt, weil der Westen sich gescheut hat, einzugreifen? Aber in der Summe kann ich doch feststellen, dass es uns allen nahezu einfach besser gehen wird. Ja? Ich habe überhaupt keine Angst vor der Zukunft. Die linken Themen, die setzen sich immer mehr durch. Ich habe mir überlegt, ja, bei der letzten Bundestagswahl, ja, die CDU ist überhaupt nicht wählbar. Also zumindest war das früher mal so. Ich bin eins von Kohls Kindern. Ja? Ich kannte den nur als Kind, als Bundeskanzler. Das war für mich der König von Deutschland. Und jetzt wendet sich auch die CDU immer weiter den linken Themen zu. Und auch diesen Trend können wir insgesamt verfolgen, auch in den USA. Hat der Obama zwar Vorschusslorbeeren kassiert, vielleicht auch ungerechtfertigt, aber mein Gott, ist der erste farbige Präsident, ja, in einem Land, wo die Rassenungewichte erst vor wenigen Jahrzehnten abgebaut wurden. Also ich glaube, auch im Hinblick darauf, was im arabischen Raum, wenn auch aus dem arabischen Frühling vielleicht ein arabischer Herbst geworden ist, in den einen oder anderen Ecken, in Ägypten zum Beispiel. Aber es gibt Lockerungsbewegungen. Der Iran lockert sich. Die alten Konflikte werden aufgebrochen, weil sich linke Themen durchsetzen. Weil linke Themen eben von der Denkweise richtigere Ansatzpunkte liefern. Und ja, alles wird gut, Leute. Peace. Okay, nicht. Ja, alles wird gut. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der es uns allen so gut geht wie noch nie zuvor. Das stimmt. Also
guck dir an, was wir fahren, was wir haben, was für Paläste, was wir alles kaufen können. Selbst mit, mit Hartz IV kann man keinen großen Sprung machen. Aber wenn man so das Doppelte oder Dreifache von Hartz IV hat, kann man schon ziemlich gut leben in diesem Land. Das stimmt. Das Problem ist nur, wenn man das alles auf eine lange Linie guckt, wenn man sich so die letzten 100 Jahre anguckt oder 50 Jahre anguckt oder 80 Jahre anguckt, merkt man, dass alles eine bestimmte Struktur hat. Kriege, die wir halt eben haben, die werden einfach inszeniert. Und wenn es danach Lockerungen gibt, wenn es nach einem Krieg im Irak zum Beispiel Lockerungen gibt, weil sich da dies und dies verbessert und so weiter, so findet das in jedem Krieg, also nach jedem Krieg findet das ja statt. Das Problem ist nur der Krieg selbst. Warum wurde der Krieg gemacht? Warum gab es überhaupt diesen Krieg? Das ist das Problem. Den Krieg gibt es ja nicht deswegen, weil da kommt ein böser Mann her und der will jetzt irgendwas machen und dann besiegt man den irgendwie. Das ist das Sendungsbewusstsein des Westens. Das ist das Sendungsbewusstsein des Westens. Zu wissen, dass man mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf der richtigen Seite steht. Definitiv. Man versucht das in andere Kulturkreise zu übertragen und das gelingt halt mehr oder minder meistens leider schlecht. Gut, aber so ist es nun mal. Ja, ich meine, die französische Revolution hat zum Schluss auch ihre Kinder gefressen. Ja? Wir sind jetzt eben nur 250 Jahre weiter. Vielleicht sollte man auch dem Mittleren Osten die Chance geben, sich dahingehend zu entwickeln. Ja? Vielleicht ist auch radikaler Islamismus einfach nur eine Antwort auf eine von uns vorgelebte und in diesen Kreisen missverstandene Lebensweise. Also ich halte es mit Helmut Schmidt. Wir haben uns Politik der kleinen Schritte, ja. Nein, nicht Politik der kleinen Schritte. Wir haben uns nach 45 in kein Land einzumischen, in keins. Und wir haben keine Führungsrolle in Europa einzunehmen. Das haben wir nicht, weil das führte immer zu riesigen Desastern. Das ist ein Riesenproblem. Aus der jetzigen Situation heraus, warum? Ist doch Unsinn. Wir sind eines der friedlichsten Länder der Welt überhaupt. Was wollen wir? Es wird immer irgendwo geschossen. Aber wir schießen noch nicht mehr. Wir exportieren aber die Waffen dahin. Ja, ich finde heute und total deine Eltern haben deswegen ihre Jobs und bezahlen dein Studium von diesem Job. Ja, deshalb bin ich auch für ein anderes System. Welches? Plan B. Wie sieht der aus? Ein fließendes Geldsystem, ein Grundeinkommen, eine freie Presse. Wovon? Und jeden Tag soll die Sonne scheinen. Super, wer bezahlt das? Woher soll das Geld manche Tage regnen. Wir brauchen nämlich auch Regen. Ja, genau, richtig. Deshalb stehen wir hier, deshalb stehe ich hier. Ich möchte kein Zinssystem. Danke. Und du vielleicht auch nicht. Ja, lass uns die nächsten Fragen nehmen. Kollege, Moment, jetzt habe ich mir zufälligerweise das Mikro wahrgenommen, um auf den Kollegen hier zu antworten, weil seine kühnen Thesen waren ja, dass der Club of Rome zum Beispiel, er wagt sich in der einen oder anderen Ressourcenfrage, wie lange das dauert, ein bisschen verrechnet haben, das ist nicht das Problem. Und du wirst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass sämtliche Ressourcen in der Erde unbegrenzt sind. Das, aber so kam das vorhin leider rüber. Da habe ich dich vielleicht missverstanden. Das tut mir sehr leid. Das Problem ist ja unser Wirtschaftssystem. Es muss ja aufgrund der Konkurrenz der Konzerne untereinander expandieren. Wir müssen Wachstum schaffen, ja. Weil dann sind wir unsere Schulden zu zahlen. Das, ja. Aber was wollen wir machen? Wollen wir alles kippen, den Schalter umlegen? Die Frage ist doch, wer bestimmt denn eigentlich, was wie und wo produziert wird? Das sind die Konzerne und die Kapitalisten und die Banken, genau die. Und wenn 500 Großkonzerne 52% des Weltsozialprodukts kontrollieren und 2000 Großkonzerne und Banken über 70%, dann weiß ich, wer meine politischen Gegner sind. Ja? Und wie geht es eben zur Macht? Und dann noch zu den Korinthern da vorne. Was? Sie folgen einem Markt. Sie schaffen den Markt, das ist der kleine Unterschied. Der Markt fällt nicht vom Himmel, sondern ist sozusagen ein Produkt der kapitalistischen oder ein Bestandteil der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist doch eine große Verschwörung? Das ist keine Verschwörung, nur ein bisschen Marx könnte vielleicht nicht schaden, mal ein bisschen was zu lesen. Das Kapital-Schweinezyklus, worüber wollen wir reden? Ich glaube, du redest über Sachen, die du gar nicht verstehst. Aber, jetzt noch eine Sache hier zu dir. Ich bin zwar kein großer Fan von Wahlen und so weiter, gebe ich dir ja recht, aber zu sagen, wir gehen gar nicht wählen, das führte dann dazu, dass die CDU mit
sagen wir mal, den letzten 5 Leuten, die dann noch wählen gehen, dann die absolute Mehrheit haben, ja? Das kann es wohl auch nicht sein, denn dann wird noch mehr Waffen exportiert und dann werden die ganzen Schweinereien gemacht, die du sozusagen verhindern willst, die wir alle verhindern wollen. Also, wie gesagt, auf Wahlen sollte man nicht vertrauen, man sollte sich selber zur Wehr setzen und engagieren. Dann können wir die Sachen auch ändern. Aber zu sagen, die Leute gehen nicht zur Wahl, wie gesagt, die Reichen oder die Leute mit viel Geld, die gehen immer als Erste wählen und wissen warum. Weil die Politik oder der Staat macht für diese Leute Politik. Und das ist doch das Problem. Ja, erstmal soweit. Nächste Frage, ne? Da war noch jemand. Wo ist er denn? Wer möchte noch was wissen? Ja, natürlich, klar. Also mir wurde vor einiger Zeit mal die ganz unbedarfte Frage gestellt. Ich befasse mich jetzt auch so seit einiger Zeit mit Politik, mit Gesetzen und so weiter. Und da wurde von jemandem, der halt noch voll im System drin ist und das auch dementsprechend lebt, vor der Bundestagswahl gefragt, ja, was wäre denn, wenn jetzt alle so tun würden wie du? Was wäre, wenn keiner mehr wählen geht? Das ist für mich im Prinzip genau das Gleiche. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist genau das Gleiche. Ja, die Geister scheiden sich daran. Also einmal ist es so, wie, das ist auch eine berechtigte Kritik, es ist berechtigt zu sagen, du sagst hier, geht man nicht wählen, das ist seine Meinung, ne, geht man nicht wählen, geht man lieber doch wählen. Also meine Meinung ist eine andere, genau das Gegenteil. Aber was nun dabei passiert, wenn niemand wählt, also ich habe für mich selber entschieden, dieses System nicht mehr zu unterstützen. So, und solange ich dieses System mit unterstütze, unterstütze ich auch das, was dieses System macht. Das ist meine Überzeugung. Und deswegen unterstütze ich dieses System nicht mehr mit meiner Stimme, die ich dann in eine Urne bringe. Aber was nun besser ist, mein Weg ist so, deswegen sage ich nicht zu ihm, ist ja ein blöder Weg, was er sagt. Nein, ist vielleicht genauso gut. Vielleicht ist er besser, vielleicht ist meiner besser. Das weiß man nicht, was passiert, wenn niemand zur Wahl gehen würde. Das weiß ich nicht, dann hätten wir einen Ausnahmezustand oder so. Ich weiß es nicht. Ich würde sogar sagen, dann haben wir eigentlich das erreicht, worauf wir hingehen. Du hast mich vielleicht falsch verstanden. Weil nicht wählen gehen, wenn keiner mehr wählen geht, hat jeder seinen eigenen Weg. Und dann ist dieses ganze Politikpuzzle überflüssig. Dann tragen wir nämlich unsere Gesellschaft selber und lassen uns nicht tragen. Es gibt zum Beispiel, will ich mal kurz anschneiden. Also ich, das hört sich jetzt ganz krass an, was ich sage für euch, weil die meisten von euch mit Sicherheit nicht wissen, worüber ich jetzt rede. Ich bin libertärer Voluntarist. Was ist das? Nicht? Der Libertarismus ist eine politische Struktur, ein politisches System, das im Grunde genommen so gut wie gar keinen Staat mehr braucht. Ja? Ja, die meisten, die jetzt denken, es muss den Staat geben, die noch nie was davon gehört haben, es gibt massenweise Literatur, vor allem in Amerika. Es gibt eine libertäre amerikanische Bewegung und so weiter. Aber hier in Europa, für uns in Europa ist es undenkbar, weil wir Demokratie kennen. Die Demokratie beruht auf dem Mehrheitsrecht. Und der Libertarismus beruht eigentlich auf dem freien Willen, etwas zu tun, was ich tun möchte. Und es frei von allen möglichen Zwängen zu tun. So wenig wie möglich staatliche Dirigismen einzubauen. Jetzt ist die Kritik genau die gleiche wie die beim bedingungslosen Grundeinkommen. Dann wird ja keiner mehr was tun. Und beim Libertarismus, dann hätten wir Sodom und Gomorra. Das stimmt alle. Also das ist, stimmt mit Sicherheit nicht. Also ich selber bin libertärer Voluntarist. Ich glaube an die Freiheit und den Willen dazu. Und den bringe ich für mich nach vorne. Und so lebe ich auch. Es gibt sehr, sehr viele Voluntaristen, auch in Deutschland schon, aber die werden total klein gehalten und total falsch verstanden. Die werden total falsch verstanden, weil es gibt ein riesiges, undenkbares Konditionieren in unserem Kopf. Was? Der will die Demokratie abschaffen? Nein, will ich nicht. Das kommt sofort, aber naja, gut. Jetzt möchtest du einen Einwand bringen? Nur ganz kurz.
Ja, macht. Vadim? Ja. Also, wir wollen keine Frage stellen, sondern wir wollen eigentlich nur Danke sagen, und zwar dafür, dass ihr es uns ermöglicht habt, dass wir Medikamente in die Ukraine bringen können. Und wir werden dafür sorgen, dass sie da ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir werden es dokumentieren und wir brauchen auch eine Erfahrung. Und ich sag's mal so, wie es Vadim sagen würde, war schön, ist das Sie. Vielen Dank. Я хочу сказать большое спасибо вам всем. Спасибо за то, что сделали. Ну, видео вот этого вклада. Большое-большое спасибо. Большое-большое спасибо. Спасибо. Was zu deinem libertären Voluntarismus? Also, du hast vorhin auch den Kapitalismus angesprochen. Und da ist der aktuelle Staat, auch der parlamentarisch-demokratische, natürlich ein Bestandteil von. Und er ist natürlich dazu da, die Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Geheimdienste, Armee und Polizei sind im Zweifelsfalle gegen die aufständische Bevölkerung einzusetzen. Wenn sie denn den Reichen, den Kapitalisten, die Betriebe zum Beispiel wegnehmen würden, oder wollten, Betriebe besetzen zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben aber auch eine Regierung. Wir können wählen, natürlich nicht die etablierten Parteien in der Regel, sagen wir mal, die das Bestehende sowieso beschützen wollen. Aber zu sagen, wir gehen jetzt da nicht hin zu wählen, heißt, wir überlassen den Staatsapparat mit dem Militär, mit dem Geheimdienst etc., um uns auszuhorchen natürlich, um uns zu überwachen, um im Zweifelsfalle dann auch noch die Polizei oder Armee gegen uns einzusetzen. Und das geht einfach so nicht. Natürlich, wenn du libertär ohne Staat, klar, das wollen andere auch. Das ist sogar zum Beispiel das Ziel von Marx gewesen, den Staat überflüssig zu machen durch Selbstverwaltung der Leute. Ja, ist was anderes bei rausgekommen, das ist aber eine andere Geschichte. So. Und wir müssen halt den Mächtigen oder den ökonomisch herrschenden Konzernen, Kapitalisten und Banken, denen müssen wir diese Macht wegnehmen. Und das müssen wir organisieren, von unten herab. Und ja gut, da sind wir bei der Wahlfrage, aber wir haben ganz klare politische Gegner. Und da sollten wir nicht so tun, als ob die freiwillig ihre Rolle aufgeben würden. Die werden Teufel tun, ja. Und deshalb brauchen wir eine politische Massenbewegung, die sozusagen in der Lage ist, denen Paroli zu bieten. Zum Beispiel mit Streiks und Betriebsbesetzungen. Zum Beispiel. Also wir sind gar nicht so weit auseinander, wie du vielleicht denkst. Da bin ich fast deiner Meinung. Ich halte nichts mehr. Ich halte nichts mehr von einer Politik. Ich selber, könnt ihr anderer Meinung sein, ist kein Problem, aber ich selber halte nichts davon, dass ich mich organisiere und irgendetwas gegen den Staat mache, der dann sowieso über seine Geheimdienste die Dinge hineinbringt und das Ganze wieder splittet. Die jüngste Bewegung, die wir hatten, wo ich auch dachte, wow, jetzt kommt mal was Bürgerliches, eine bürgerliche Partei nach oben, das waren ja die Piraten zum Beispiel. Was ist daraus geworden? Das ist also dermaßen schnell, das habe ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht geglaubt, dass das so schnell kaputt geht. Ja? Es gibt auch jetzt schon Gerüchte darüber, dass die Friedensmahnwachen von Geheimdiensten unterwandert werden. Gibt es auch jetzt schon. Es gibt, wenn wir uns die Spaltungsergebnisse angucken, die jetzt aus Frankfurt gekommen sind mit einem riesigen Donnerschlag, nicht? Man muss jetzt nicht fragen, ob da irgendwas vom Geheimdienst kam oder so, aber eine Gruppe zu zerschlagen, zu zerspalten, ist, glaube ich, einfacher, als ich mir das je habe träumen lassen. Selbst wenn sie so dezentral ist, wie die Friedensmahnwachen. Die Friedensmahnwachen sind ja wirklich ein dezentrales Konzept. Jede Stadt, also über 100 Städte, Schweiz, Österreich, Deutschland, haben diese Friedensmahnwachen. Ja? Und ich glaube, es soll auch so bleiben, dass die dezentral, keine zentralistische Ordnung. Das muss so bleiben. Wir brauchen überall kleine Lunden, die gelegt werden. So sagt man ja auch. Ne? Also ich selber glaube nicht, dass wir eine Bewegung brauchen, die gegen den Staat irgendetwas macht,
damit es irgendwas Demokratisches gibt. Das haben wirklich ganz viele vor uns schon versucht. Das größte, die größte Trauerarbeit, die ich innerlich vollzogen habe, ja, weil ich mal ein Teil davon war, das ist das, was mit den Grünen passiert ist. Ich komme aus Gütersloh, also jetzt nicht, ich wohne jetzt in Hameln, Koppenbrügge, in einem kleinen Dorf, das heißt Bessingen. Aber ich bin groß geworden in Gütersloh. Gütersloh ist die Nachbarstadt von Bielefeld. Und Bielefeld war die Hochburg der Grünen. Wer in Gütersloh alternativ lebte und nicht angesteckt wurde, damals in den Ende der 70er und Anfang der 80er von den Grünen, der hat ein Brett vor den Kopf. Wir sind alle nach Bielefeld gewandert. Die ganze Jugend, Patschi, sind alle dahin gefahren. Bielefeld war für uns natürlich die Stadt, da haben wir ordentlich gekifft. Ja, das hört sich doof an, ne? Da haben wir natürlich, ja, haben wir das auch rausgelassen in dem Alter. Mein Gott, das war halt so. Das war Milieuszene und die Szene war aber total links und ökolinks so. Das war so die Szene. So, und da haben wir natürlich alle dran geglaubt. Ich habe viele Demos mit dem mitgemacht auf die Straße. Und was ist passiert? Den Rest muss ich gar nicht erzählen, was aus den Grünen geworden ist. Heute ist das eine Kriegspartei, die den Krieg befürwortet. Und die war einst aufgestanden gegen die Atomkraft und gegen den Krieg. Und so weiter und so weiter. Für all das, was wir jetzt vielleicht auch hier stehen. Ne? Dafür standen die Grünen mal. Das ist für mich ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist für mich die SPD. Was ist aus der SPD, Brandt und Wehners und Baas, was ist daraus geworden? Das will ich auch nicht erzählen jetzt mit den ganzen Kasperköppen, die da an der Macht sind. Also wer ist jetzt links und wer ist jetzt rechts oder Mitte von CDU und SPD? Das ist ja fast eine Gruppe geworden. Ja? Und es ist alles nur noch in Richtung schnöden Mammon. Alles nur in Richtung Geld und Karriere. Mehr läuft das nicht mehr. Es geht nichts mehr, es kommt hier unten nichts mehr an, außer Hartz IV und TTIP und wie sie alle heißen mögen. Das kommt hier unten hin. Der Rest kommt hier nicht mehr an. Gut, alles klar. Der Nächste. Ich möchte, oder ich muss dir leider nochmal antworten, weil wir haben dann zumindest die ähnliche oder gleiche Vergangenheit. Weil ich habe die Grünen 1980 mitgegründet und war da bis 1999 bis zum Kosovo-Krieg Mitglied. Mhm. Und du weißt aber auch ganz genau, dass diese Partei mindestens zwei Flügel hatte. Ja, die Fundis und die Realos. Genau. Und zu den Realos gehörte ich natürlich nicht. Und das Problem ist, wenn die Linken austreten, dann ist sozusagen die Chance da, dass die Karrieristen und Opportunisten, die sich ja als Realos dargestellt haben, ja, praktisch den Weg freigemacht bekommen, um dann eben ihre Karriere ins System hinein sozusagen durchzuführen. Das haben sie dummerweise geschafft, das ärgert mich maßlos. Mhm. Da habe ich jahrelang meine Arbeitskraft reingesteckt und stehe jetzt blöd da natürlich. Aber das ist halt so, wenn, und deshalb gibt es also auch die unterschiedlichen politischen Richtungen, die auch inhaltlich klar sagen müssen, wo sie hinwollen. Und wenn sozusagen das nicht klar ist, wie das hier heute auch ist bei den Anwesenden, es gibt ja da keine ganz klare einheitliche Linie, wo es lang geht, gibt es natürlich schon die Leute, die dann sich im Bestehenden verlieren und dann die Karrierechancen nutzen und diejenigen, die sagen, wir müssen grundlegend die Herrschenden, die die ökonomische Macht haben, von dieser Macht befreien. Das ist doch der Punkt. Nur weil sie die ökonomische Macht haben und wir alle unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, deshalb sind wir doch gezwungen, mehr oder minder in dieses System uns hineinzubringen. Und die Grünen hatten das mal wunderbar formuliert in ihrem Parteiprogramm. Da stand drin, die wesentliche Frage ist doch, wer bestimmt eigentlich was, wie und wo produziert wird. Ja? Und dann wurde gesagt, das müssen die Betroffenen selber machen, die Arbeitenden, die Betriebe selber verwalten sollen. Es sollte um neue Formen gesellschaftlichen Eigentums gehen. Ja, das heißt, selbstverwaltete Betriebe und Basisdemokratie, das ist doch der Kern der Sache. Und zu sagen, wir verzichten hier generell auf Teilnahme an Wahlen etc. und überlassen den Staat sozusagen denjenigen, die das Geschäft der Reichen führen, das führt zu nichts und nicht zu dem Ziel, wo du hin möchtest, sondern du gibst dir noch mehr Machtmittel. Das ist doch das Problem. Und es läuft im Endeffekt darauf hinaus, Wer bestimmt diese Gesellschaft? Eben das Kapital weiter in seinen unterschiedlichen Fraktionen oder eben die Bevölkerung? Das lässt sich leider nicht durch eine grundlegende, möglichst friedliche Revolution. Das ist der Punkt, worauf es laufen sollte oder müsste, um eine grundlegende Veränderung herbeizuführen. Ich rede doch gar nicht für Wahlen als per se als Lösungsmittel. Das ist nur
die Möglichkeit, dass bestimmte Parteien im Staatsapparat auch noch was anders können, als für Kriegseinsätze zu stimmen. Ja? Das geht ja wohl auch. Man kann auch aus dem Staatsapparat, aus dem Bundestag etc. Informationen rausholen, wer wieder wo welche Panzer hinliefert. Man kann auch im Bundestag Reden halten für, ja, zum Beispiel gegen Waffenexporte etc. etc. Es ist ja nur nicht so, dass man das nicht nutzen kann. Wenn man es bloß nicht macht, dann ist man natürlich selber schuld und irgendwann mal Teil des Problems. Das sollten wir irgendwie erkennen. Danke. Also es gibt, glaube ich, viele Politiker, die das aber auch tun, die dafür sich dann auch letztendlich wie Gregor Gysi verbogen haben und dann doch für den Krieg sind. Doch dafür. Du wirst sicherlich wissen, dass dass das Vetorecht, wo die Bundeswehr eingesetzt werden soll, dass das kippt und dass das nach Brüssel kommen soll. Ne? Leider. Ich meine, das finden wir beide scheiße, denke ich mal. Also das Parlament hatte bisher immer die Oberhoheit, wo und wie und wann die Bundeswehr eingesetzt wird. Und das soll ausgelagert werden nach Brüssel. Dass das Parlament überhaupt gar kein Bestimmungsrecht mehr hat, weil das Parlament ist ja die Stimme des Volkes, wo das Volk sich vertreten fühlt. Ich sage extra vertreten. Wir wurden ja vertreten, ne? Also schön getreten. Und das wäre meine Antwort darauf. Also ich glaube, es gibt gute Politiker. Das würde ich nicht ausschließen. Also da gehöre ich nicht dazu, dass es die nicht gibt. Natürlich gibt es die. Aber die werden nach oben hin weggebügelt. Ja? Ich kann euch aus meiner ganz kurzen Zeit, die ich jetzt hier seit dem April rede, vor den Friedensmahnwachen, etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe noch nie in meinem Leben so komprimiert, geballt, negative Energie vom Bug geknallt bekommen, wie seitdem ich Redner bin. Und zwar alle Redner. Das ist nicht nur Ken Jebsen und Andreas Popp und Elsässer und was weiß ich und Petra im Schaja, sondern alle durch die Bank. Weil jeder hat eine andere Meinung. Jeder, deswegen wollte ich auch gerne heute mal mit euch diskutieren, weil mir war schon klar, dass jeder eine andere Meinung hat. Aber ich denke, das müssen wir endlich mal aufbrechen, weil sonst geht die Friedensmannwache flöten. Wenn wir hier nur die Reden halten, aber nicht mitdiskutieren, auch wenn wir andere Meinung sind, und lernen, das zu tolerieren, ja, und darauf auch mal zu hören, ohne den anderen blöd zu finden oder sonst was, sondern es zu akzeptieren, an unserer Toleranz auch zu wachsen, auch wenn er eine ganz andere Meinung hat, dann werden wir die Friedensmahnwachen vor die Wand fahren. Ja? Und das will ich halt verhindern. In letzter Zeit, in den letzten 3 Tagen, ist ganz viel, muss man sagen, ganz viel Spalterei, möchte ich es gar nicht nennen, aber ganz viel Frust aufgekommen dadurch, dass die Friedensmahnwache in Berlin Jürgen Elsässer nicht reden lassen möchte. Und dass es da einen Brief gibt von Leuten, die das unterschrieben haben. Den ich übrigens mit unterschrieben habe. Was viele gar nicht wissen. Weil als die letzte Version des Briefes veröffentlicht wurde, unterschrieben wurde, da war ich schon, das war 3 Uhr morgens, da war ich nämlich schon im Bett und man hat mich nicht mehr erreicht. Und dann hat man den Brief losgeschickt. Aber die anderen Vorkopien habe ich alle mit unterschrieben. Ich gehöre also de facto zu den Mitunterzeichnern. Aber was wir unterzeichnet haben, das war nicht, dass wir verbieten wollen, dass er auftritt, sondern es war einfach nur eine Meinung von uns, dass wir das nicht wollen. Und die war gut begründet. Die liegt gut begründet. Wir haben Respekt vor Elsässers Fähigkeiten. Das ist einer, der hat in bestimmten Bereichen ein unglaublich fundiertes Wissen. Was NATO angeht, Geheimarmeen und Kosovo, Jugoslawien und so weiter. Da hat er einen ganz schönen Fundus an Schatz. Aber er hat leider auch eine andere Seite. Und diese Seite zieht Leute in die Bewegung hinein, die diese Bewegung, da bin ich fest von überzeugt, die diese Bewegung total kaputt machen werden. Und das ist ein rechter Sektor. Jürgen Elsässer ist kein Antisemit. Jürgen Elsässer ist kein Rechter. Wer das behauptet, spinnt. Das ist er nicht. Das hat er nie. Er ist auch kein Homophober. Er hat nichts gegen Homosexuelle. Das hat er nie gesagt. Ja? Das stimmt einfach nicht. Das Problem ist aber, dass er genau diese Leute anzieht, die etwas sagen, was er nicht sagt, aber die sagen. Und diese Leute machen unsere Bewegung kaputt. Was ich in den letzten 3 Tagen im Internet gelesen habe, auf seinen Seiten, das zieht mir die Schuhe aus, wie aggressiv die sind.
Die wollen eine Kolonne nach Berlin fahren. Am 19.07. gibt es ja eine Bewegung, wo alle Mahnwachen sich möglichst treffen sollen, wo auch ihr natürlich hoffentlich hinkommt. Aber dadurch, dass dieser Brief geschrieben wurde, haben die da jetzt, also wirklich voll die Gewaltschiene sind die am Fahren. Die machen Pedram richtig fair, also das nenne ich latenter Rassismus, der da richtig gefahren wird. Und richtig Homophobie gegen Prinz Chaos. Ja, das natürlich. Und so, wir haben auch diskutiert darüber und wir fühlen uns von seiner Horde erpresst. Die drücken uns an die Wand. Und die reden nichts über Frieden in ihren Beiträgen. Ihr müsst euch die letzten drei Beiträge dort angucken. Nichts gegen ihn, der das sagt. Das sagt er ja nicht. Nein, das sind keine Trolle, dafür sind zu viele. Er ist ja auch grünen Gründer. Er hat seit 30 Jahren eine riesige positive Anhängerschar bekommen. Die kann man nicht, genau wie Jutta Dietfurth das natürlich hat. Das kann man nicht einfach jetzt wegdiskutieren und sagen, das ist jetzt alles irgendwie, das sind nur Trolle. Nein, das sind keine Trolle. Das sind Leute, die darüber enttäuscht sind, aber die eine völlig falsche Sprache sprechen. Und die gehören nicht, das ist meine Meinung, sowas gehört nicht in die Friedensbewegung. Und dafür hat er zu sorgen. Er hat nicht auf seiner Seite gebracht, bring das mal in Ordnung und entschuldige dich jetzt mal. Das erwarte ich aber von Jürgen Elsässer, dass er das tut. Wenn auf seiner Seite solche Angriffe gefahren werden gegen Pedram oder gegen Prinz oder auch gegen mich, was auch passiert ist, dann erwarte ich von ihm, dass er sagt, Moment mal Leute, das ist jetzt nicht fair, lasst uns mal friedlich darüber reden. Aber genau das tut er nicht und ich habe das Gefühl, dass er mit Absicht seine Gruppe in eine solche Haltung bringt, um uns zu erpressen. Oder besser gesagt, nicht uns, weil ich habe mit Berlin nichts zu tun. Aber Lars und die ganze Orga in Berlin, um die zu erpressen. Die wollen da in Scharen hinfahren und uns zeigen, wo der Hammer hängt. Also kinderhafter kann man nicht mehr im Kindergarten spielen. Das finde ich primitiv und da hat er etwas gegen zu sagen. Wenn bei mir auf meiner Seite irgendjemand irgendeinen Rechtsscheiß oder irgendeine unangemessene Aggressivität an den Tag legt, dann wird der nicht von mir vorher gemahnt. Das lösche ich, ohne mit ihm darüber zu reden, weil das auf meiner Seite nichts zu suchen hat. Und ich will mit dem gar nicht reden, weil ich schon viel zu viel geredet habe mit solchen Leuten. Die sagen nämlich immer das Gleiche und man ist immer in dieser Fäkalien-Scheiße drin. Ich übertreibe das vielleicht jetzt ein bisschen, aber so ist das. Und mir steht es bis hier, was zurzeit auf Facebook passiert. Und ich selber habe das Gefühl, dass ich mich da total zurücknehmen muss aus Facebook. Weil nur noch gemüllt wird. Von der einen Seite, nur weil der Prinz Elsässer nicht zugelassen wird. Es gibt 100 Mahnwachen, Jürgen, da kannst du hingehen. Warum muss es denn die sein? Es gibt in Berlin 2 Mahnwachen. Es hat sich ja eine schon gespalten. Da kann er auch hingehen. Nein, das möchte er natürlich nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, also nicht wir, sondern Lars und die ganze Organisation in Berlin. Und das ist auch vernünftig. Wir wollen dort so wenig wie möglich Politiker haben, weil die haben ein bestimmtes Interesse. Ja, das können wir vielleicht in 3-4 Jahren, kann das anders sein. Aber zurzeit wollen wir keine Politiker da haben und wir wollen keine Verleger oder Unternehmer, die ein Produkt verkaufen. Und Jürgen, mein lieber Jürgen, du verkaufst dort dein Kompaktmagazin. Und das hat nichts mit der Friedensmahnwache zu tun. Es sei denn, auf deiner Kompaktmagazin würde ein Friedensmagazin werden. Ja? Dann wäre das vielleicht eine andere Nummer für die Orga, aber darüber muss ich nicht entscheiden, sondern die Orga muss darüber entscheiden, ob das so ist. Und zwar jede einzelne Orga. Ihr könnt auch sagen, Rüdiger Lenz, nie wieder, will ich nicht haben. Ja, das ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Akzeptiere ich auch vollkommen, wenn das eine Orga sagt, nee, dein Friedensgesülze will ich nicht haben auf der Friedensmahnwache. Wäre zwar überraschend, aber... Und das ist das Einzige. Und zurzeit kriegen wir es von allen Seiten, nicht? Ihr kennt das ja alle mit Aluhut und GenFM und dann noch Jutta und dann noch die. Das hält man halt eben nicht aus, wenn man gemeinsam den Thinktank halt eben macht und versucht, das alles irgendwie ins Lot zu bringen, damit sich nicht spaltet. Ja? Da werden schon Briefe auf so sensibler Weise verfasst, trotzdem werden die völlig falsch dargestellt. Ja, Entschuldigungen von Pedram, wo nicht drin steht, dass Jürgen homophob ist, aber das wird dann auf seiner Seite so dargestellt, als hätte man ihn jetzt wieder zum Homophoben erklärt. Steht nicht da drin auf der Seite, wenn man die Worte, die in dem Satz drin stehen, mit dem Duden übersetzt. Das ist nicht gemeint, Jürgen, dass Pedram dir gesagt hat, du seist jetzt homophob oder du würdest rechts sein. Nein, du ziehst sie an, das ist das Problem. Du ziehst sie an. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber du ziehst sie halt an. Und das ist das Problem. Und du dirigierst sie nicht, du selektierst sie nicht. Du musst sie selektieren, du musst ihnen auf den Finger kloppen, wenn die solche Aggro-Sprüche wie die letzten drei Seiten, die auf deinen Seiten sind, wenn du das nicht verhinderst,
dann wird das schwer sein, dich für den Frieden tatsächlich anzunehmen, weil das hat nichts mehr mit Frieden zu tun. Ich kann ja auch nicht von Frieden reden und hinter mir stehen dann die Rottweiler und schlagen euch mal kurz zusammen, weil ihr jetzt gerade irgendwas gesagt habt, überspitzt formuliert oder brüllen euch mit Worten zu, nur damit ich hier der Prinz bin oder so oder der was weiß ich. Das ist vollkommen daneben. Und das muss er dirigieren und das kann er dirigieren. Und ich habe das Gefühl, dass er das einsetzt, um zu manipulieren, um die Gruppen zu manipulieren. Und das geht nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, so ein Verhalten. Das ist unter aller Sau, das Verhalten. Und das hat mit der Friedensmahnwache nichts zu tun. Das ist meine Meinung. Okay, wir haben hier noch eine Wortmeldung. Hallo Rüdiger. Ja, sorry. Peter. Ja, hallo Peter. Ich bin auch Kampfkünstler, mache Tai Chi Chuan und da geht es ja auch ums Nicht-Widerstehen und ja, es ist also so eine sanfte Kampfkunst, wo man wirklich sich selbst kennenlernt, wo man eine Erdung findet, die Verbindung zur eigenen Energie, zur eigenen Mitte und wo man eben auch Respekt lernt im Kampf mit dem anderen, also man so beschränkt, ne? Also ja, das ist komisch mit dem Mikrofon hier, ganz nah ranhalten. Ja, was ich dich fragen wollte ist, also du hast gute Sachen gesagt, die wichtig sind, die für mich auch wichtig sind seit vielen Jahren und ich bin seit einiger Zeit bin ich so ein bisschen über den Berg und bin ganz froh, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich habe mich selbst gefunden, ich habe meinen eigenen Willen und ich gehe meinen eigenen Weg und stehe für mich selbst und mache natürlich meine Fehler und ja, kommt vor. Meine Erkenntnis praktisch, die ich mit euch teilen wollte, ist, wie bekomme ich das Bewusstsein? Ne? Wie komme ich dahin, dass ich wirklich verbunden bin mit mir, mit meiner Absicht und mit den anderen Wesen, ne? Also mit dem Mitmenschen und mit den Tieren, Pflanzen und so weiter. Mhm. Und da ist natürlich das Herz das Thema. Und das Herz als die Verbindung zu meiner seelischen Hintergrund, zu meiner Quelle, aus der ich meine Absicht finden kann, meine Bestimmung. Und die also erstmal frei zu machen, mein Herz frei zu machen, das war eine Menge Arbeit, da waren ganz viele Verletzungen. Und dann eben die Verbindung meines Herzens zu meinem Wesen, zu meinem Sein als Mensch insgesamt. Mhm. Und das ist der Solarplexus, ne? Das ist die Mitte. Da habe ich auch schon früh andere, also ich bin jetzt vor kurzem halt über eine Sache da rangekommen, hatte auch schon früher Erkenntnisse, die dahin gezeigt haben, aber es kam eben erst jetzt zu der Erkenntnis. Und ja, also ich habe das jetzt so einigermaßen geschafft und wollte dich mal bitten, einfach uns mal mitzuteilen, wie du übst, wie du machst, dass du wirklich zu dir findest, dass du deine Verbindung findest zu unserem Planeten, auf dem wir leben, zu den Lebewesen, mit denen wir das Leben teilen, mit denen wir zusammenleben wollen. Und ja, dass du einfach mal sagst, wie machst du es? Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ganz einfach gesagt, aber schwer getan. Weil es geht nicht über Übungen, die man körperlich macht mit irgendwelchen Sachen so, nicht? Die beruhigen einen schon. Oder durch tiefe Meditation oder so. Alleine ist es nicht machbar. Sondern es kommt noch ein wesentlicher, ein Hauptkern, den man bewältigen muss. Und das sind seine inneren Konflikte. Unsere Gesellschaft ist prädestiniert durch die Wettbewerbsorientiertheit, die sie hat, dass wir ganz viele Konflikte haben. Und diese Konflikte, ich mache das mal folgendermaßen, das habe ich sonst auch immer so gemacht. Ich mache das mal in so einem Symbol. Ja, das sind so zwei Symbole, damit man Bilder hat. Das ist viel einfacher zu verstehen. Das hier ist unser Selbst. Und das ist unser Ich. Das Ich, also ich werde oft gefragt, Quellen. Thomas Metzinger, Bewusstseinsforscher. Wolf Singer, Neurobiologe. Die anderen Quellen stehen alle in den Büchern drin. So, Selbst und Ich. Das ist unser wahres Selbst. Und das ist unser wahres Ich. Unsere Gesellschaft macht aber aus unserem Ich so einen Riesenballon und aus unserem Selbst so eine Mika-Gestalt.
Und das ist das Problem der westlichen Kultur, dass wir unser Ich so aufblasen und so ernst nehmen, durch irgendwelche Güter, durch irgendwelche vor allem materielle Dinge, durch irgendwelche großen Philosophien oder irgendwelche politischen großen Schriften, wo wir meinen, das sei das Richtige und so weiter. Und dadurch unterdrücken wir unser Selbst. Und hier kommen viele Esoteriker, viele gute Esoteriker, genauso wie völlig daneben Esoteriker, die nun plötzlich anfangen, über diese Dinge zu reden. Oder der Kern von Religionen oder von Spiritualität ist oder von Meditation oder was wir an den Buddhismus oder Hinduismus so toll finden, ist ja gerade, dass sie das erklären. Ja? Macht euer Ich kaputt und lebt euer Selbst. Oder Krishnamurti. Wenn ihr Krishnamurtis Schriften mal lesen würdet, also was ich heute als Manko empfinde in der Friedensbewegung, dass niemand Krishnamurti liest. Also ich scheine immer, egal wo ich bin, immer der Einzige zu sein, der Krishnamurti liest. Jiddu Krishnamurti, das ist einer der großen Philosophen der 68er-Bewegung gewesen, eigentlich weltweit, ja, in den 80er Jahren gestorben. Aber der hatte super, der war knallhart, der war ganz radikal da drin. Ne? Also die Radikalität kann man nicht immer leben. Aber das ist im Grunde das, was man machen muss. So, das Selbst so groß werden zu lassen und das Ich ganz klein, vielleicht noch kleiner als das. Aber wie kriegt man das hin? Das ist das Schwierige. Und deswegen habe ich gerade am Anfang der Rede gesagt, dass wir alle Konflikte haben. Die Konflikte zu kennen ist gar nicht so schwer. Das Problem ist, dass wir die Grundbegriffe zur Lösung von Konflikten völlig falsch verstehen und dass die völlig falsch übersetzt sind. Ich sage immer, Aggressivität ist auch etwas Positives. Aggressivität wird in unserer Kultur als etwas Negatives dargestellt. Das ist völliger Schwachsinn. Aggressivität ist etwas Gutes, wird aber in unserer Kultur zu etwas Negativem, weil wir in einer wettbewerbsorientierten Kampfgesellschaft leben, die Konflikte wie so eine Börse nach oben trägt, wo die besten Konflikte auch die teuersten sind, die wir dann fallen. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Wir haben eine Konfliktbörse innerhalb unserer Sozialkultur. Und das müssen wir abschaffen. Wir müssen sagen, wir haben positive Aggressivität. Aber positive Aggressivität habe ich nur, wenn ich meine inneren Ressourcen und Potenziale zum Markte trage. Das heißt, wenn ich das, was ich wirklich machen möchte in meinem Leben, jeder hat eine Mission oder jeder hat einen Lebensweg oder jeder hat Hobbys, Talente, ja, Begabungen. Und die unterdrückt er jeden Tag, wenn er zur Arbeit geht, zur Schule geht. Da fängt das ja schon an, dass wir das alles unterdrücken. Und die werden unterdrückt. Und die da dürft ihr nicht unterdrücken. Wenn ihr die unterdrückt, wird euer Ich so groß werden. Wenn ihr die nicht unterdrückt, wird euer Ich so klein bleiben und euer Selbst so groß. Das ist die Antwort auf deine Frage. Und das ist eigentlich einfach, aber so schwer, weil wir müssten dann anfangen zu sagen, die Gesellschaft und die Kritikkultur der Gesellschaft interessiert mich einen feuchten Kehricht. Mich interessiert es nicht, wenn 10.000 Leute sagen, das ist scheiße. Also ich habe von klein auf interessierten mich immer Punker in meiner Kultur, wo ich so klein war, weil die waren ganz anders. Und alle sagten, scheiß Punker, sind doof oder so. Oder Hippies, mich interessierten die, weil die anders waren. Und ich wollte immer offen sein und sagen, was haben die denn zu sagen? Und ich fand das immer klasse. Bei Hippies genauso wie bei Punkern. Die haben mich im Grunde genommen erst aufgeweckt für neue Ideen. Das weiß ich noch. Da war ich 22, habe ich meinen ersten Privatschüler im Kung-Fu gehabt. Und das war ein Punker. Ja, und der hat mich im Grunde zu intellektuellem Denken eigentlich erst angeleitet. Also man braucht immer solche Outlaw-Leute, solche Leute, die im Grunde von der Gesellschaft eigentlich negativ bewertet werden. Ja? Aber da muss man mal hingehen und sagen, ich will mal den Kontakt haben. Das ist ganz wichtig, damit man überhaupt so ein bisschen aus seinem Spotlight-Denken einen Flächenstrahler macht. Das ist das Wichtige. Also, wir müssen sehen, dass wir nicht nur negative Aggressivität, sondern wir müssen unsere positive Aggressivität leben, damit wir sie in Ressourcen umwandeln können. Und das ist, was ich ja in der Rede auch gesagt habe, das Problem von Schlägereien auf der Schule wie auch in Kriegen ist, dass wir unsere negative Aggressivität nutzen, um Ressourcen anderer Länder zu klauen oder um Ressourcen anderer Schüler zu mopsen. Das können Noten sein, das können besseres Wissen sein, das können die Glocken sein. Das kann auch mein Ranking sein in der Peer Group, indem ich den anderen niedermache. Boah, ist das ein geiles Gefühl. Jetzt bin ich ja über dem und kann mich gut fühlen. Das ist so die sogenannte Hitliste der Täterkultur, die man so hat. Das ist das Einzige, weswegen die Leute das machen. Und das Gleiche machen Staaten wie Obama und jetzt auch ein bisschen Merkel in der Ukraine, damit sie dort Ressourcen haben, damit sie unabhängig werden gegenüber den anderen. Was völliger Blödsinn ist, wenn man das Gegenteil von Kampf akzeptieren könnte. Und das ist Kooperativität. Das Gegenteil von Kampf ist Kooperativität. Und das Gegenteil von Konflikt ist Kontrolle.
Also wie, was ich am Anfang sagte mit der Kontrolltheorie. Kontrolle im Sinne von ressourcenoptimierter Potenzialentfaltung. Und die Potenziale müssen nicht zu Ruhm und Geld führen. Schminkt euch das mal ab, dass sie immer zu Geld und Ruhm und nicht zum Dreier BMW oder sonst was führt. Das müssen sie überhaupt nicht. Sie müssen euch zu einem glücklichen Menschen machen. Das ist eigentlich alles. Ihr müsst Glück generieren, nicht Geld. Zufriedenheit, nicht Macht. Liebe, nicht materielle Güter. Ne? Ihr müsst, so wie ich das vielleicht, ich empfinde das jetzt als total glücklich, was ich jetzt hier mache mit euch, in so einer Gruppe zu sein. Das fühlt mich total glücklich. Ich bin jetzt zum Beispiel total glücklich. Ja? Das müsst ihr ihr müsst versuchen nachzuempfinden, in einer Gesellschaft glücklich zu sein. Ja? Dass ihr zufrieden seid und nicht, oh, ich muss jetzt hier reden oder irgendwie steht einer, oh, irgendwie so. Ihr müsst versuchen, euer Glück dabei zu generieren. Ja? Und das muss ich alles erst erwecken in mir. Das ist ja alles irgendwie tot. Da ist ja alles erledigt, von anderen Dingen vollgebaut. Und da können Bewegungskultur wie Tai Chi ist da mit Sicherheit ein erster wichtiger Schritt. Oder Meditation zu lernen und so weiter ist da ein richtiger Schritt. Aber die Selbstkritik dazu, zu begreifen, warum man es denn wirklich tut, ja, diese Selbstkritik, die ist bei jeder Handlung wichtig, warum ich es tue. Weil es Konfliktschleifen gibt und so weiter. Aber ich habe alles schon in anderen Reden erzählt. In Hannover, glaube ich, über Konfliktschleifen. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig für uns Menschen zu lernen, wer wir sind. Das ist das Allerwichtigste. Nur das führt zum Frieden. Das ist meine tiefste Überzeugung, weil ich das mit Tätern bearbeite. Ein Mensch wie ich bekommt keine positive Resonanz von der Gesellschaft, wenn er einen Gewaltstraftäter befriedet, weil man die Opfer gar nicht zählen kann, die er vielleicht nicht zusammengeschlagen hat. Ja? Das kann man gar nicht zählen. Ich weiß zum Beispiel, wie viele andere Gewalttäter-Therapeuten auch, dass sie ganz viel Elend in der Gesellschaft zurückgehalten haben. Das fällt natürlich nicht auf. Genauso wie ein guter Pädagoge. Ein guter Pädagoge erntet seine Früchte erst, wenn die Frau oder der Mann 40 oder 50 Jahre alt ist. Und der irgendwie gemerkt hat, und dann klingelt er bei dem Pädagogen und sagt, danke für alles, was Sie mir beigebracht haben. Der eine Satz, der hat gereicht und deswegen habe ich mein Leben so gerichtet und Sie glauben gar nicht, wie toll das ist. Und der Lehrer fragt, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Karl Gustav. Weiß ich nicht. Ja, damals vor 40 Jahren, weiß ich nicht. Ja gut, der hat ja 2.000, 3.000 oder 5.000 Schüler in seinem Leben gehabt. Ne? Das kann er ja gar nicht wissen. Also ein guter Pädagoge fährt seine Ernte nicht ein. Ein guter Pädagoge. Das ist beim guten Therapeuten genauso. Weil das sind Sachen, die wirken auf lange Sicht erst. Tätertherapie, überhaupt menschliche Therapie, wie auch die Therapie zum eigenen Selbst zu finden, macht euch nichts vor, das geht nicht, papst, dann ist es da, das dauert 2 Jahre. 2 Jahre dauert das, weil das, der Grund ist, weil unser Gehirn so lange braucht, um das wirklich zu verarbeiten, um das in den Hippocampus zu drücken, wo unsere Persönlichkeit so ein bisschen strukturiert ist, wo sie angelegt ist. Das braucht so lange. Und ihr müsst es lange bewegen, lange üben. Es nützt nichts, wenn ihr es einfach denkt. Glaubt ja nicht, ihr denkt den Frieden und schon habt ihr ihn. Nein. Ihr müsst ihn in eure Familie akzeptieren. Ihr müsst ihn da reinbringen. Ihr müsst euch daran reiben und daran üben. Und jeden Tag kritisch mit euch selbst sein. Nur so wird der Friede in eurer Welt tatsächlich lebbar. Ja? Und übertragbar auf die Kinder. Vor allem auf die Kinder. Also ich habe da an mich selber gar keine Hoffnung mehr. Weil ich bin jetzt ein Abnehmen, wie ich das in meiner Psychologie so sage, ich bin ein abgebendes System. Ja, kompetente Leute sind ein abgebendes System, ich gebe jetzt alles ab. Das sind so ein aufnehmendes System, ist jemand, ah, da ist ein Kompetenter, ich nehme das jetzt mal auf. Also ein Anfänger lernt viel bei einem guten Pädagogen, lernt er ganz viel. Ja? Ein guter Pädagoge lernt beim schlechten Schüler nicht viel. So umgedreht kann man das nicht machen. Deswegen rate ich euch auch, weil es gibt auch ein Optimierungsprogramm dazu, was ich euch irgendwann auf Normalwache werde ich mal die gesamte Optimierung klar machen. Vielleicht auch nicht auf Normalwache, weil das würde zu lange dauern. Selbstoptimierung ist ganz wichtig. Selbstoptimierung für das, was man machen möchte. Und dazu, das Wichtigste ist wirklich Selbstdisziplin, Ausdauer und Selbstkritik. Schafft euch Leute, aber nur kompetente Leute. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich kann Kritik vertragen, aber ich gebe niemandem eine Einladungskarte, mich zu kritisieren, denn ich weiß, wer ich bin. Das geht mir am Arsch vorbei, wenn einer sagt, du bist ja bescheuert. Ist deine Meinung, ist mir egal. Ja, wenn das aber jetzt ein guter Therapeut, den ich privat kenne, den ich schätze, wenn ich sage, du kritisier mal das und das bei mir, dann nehme ich das an. Ja? Dann ist das eine andere Nummer. Und ich bitte euch, das auch zu tun. Seid nicht der Mülleimer für die Kritik anderer Leute, die euch kritisieren wollen. Weil die meinen in Wirklichkeit nur sich selbst.
Das lernt man knallhart bei Gewalttätern, bei Gewalttätertherapie. Ja, wenn die fick dich und die weiß, die machen ja Fäkalsprache die ganze Zeit. Also die ersten 2-3 Trainingstage machen die nur so eine Sprache. Und wer das ernst nimmt, gehört nicht ins Team. Also wer sich davon beeindrucken lässt, der kann das nicht durchziehen. Es geht nicht. Funktioniert, wenn man es persönlich nimmt. Ihr dürft die Kritik, die ihr, ein anderer Mensch euch gibt, egal wer das ist, wenn es auch eure Mutter ist, die dürft ihr nicht annehmen, wenn sie nicht kompetent dafür ist, diese Kritik zu äußern. Das könnt ihr, das dürft ihr einfach nicht zulassen. Und das ist auch Selbstoptimierung. Das heißt, ich gebe ihm jetzt die Kritik, aber dir gebe ich dir nicht. Du kannst sagen, was du willst, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Das ist wichtig, um überhaupt weiterzuwachsen, weil die meisten Menschen, wir leben in einer Kritikkultur. Wir leben nicht in einer Lobkultur, in der wir gelobt werden, sondern wir werden immer nur kritisiert. Wir sehen immer das Schlechte, das Schlimme, das Böse, das abgrundtief Beschissene, ja, die Depression. Die sehen wir überall und in jedem Menschen und überall. Wir sehen aber nicht die freudige Botschaft oder das freudige Verlangen oder das Positive in diesem Menschen, dass er vielleicht gerade meine Hitliste höher bringen kann. Das ist wichtig. Die anderen Menschen sind eure Kunden. Das ist eine blöde Sprache, aber das ist so. Und Kunden deswegen, weil ihr euch dran optimieren könnt. Ihr könnt euch an jedem Menschen neu optimieren, wenn ihr draußen geht, wenn ihr irgendwo hingeht. An jedem könnt ihr euch optimieren. Das ist eigentlich ein freies Angebot. Wer das nicht nutzt, bleibt blöd. Und ein abschließender Satz sage ich jetzt, weil ich gerade sagte, bleibt blöd. Wenn die Bewegung weiter so ignorant bleibt, wie sie jetzt ist, wenn die Menschen, die zu den Mahnwachen gehen, so bleiben, wie sie sind, nicht selbstoptimiert, dann wird die Mahnwache nicht weit kommen. Das wird nicht weit gehen. Ihr müsst euch selbst wirklich auf den Weg machen. Und diesen Weg, auf den ihr euch macht, den könnt ihr auch auf der Mahnwache artikulieren und sagen, ich habe das und das gemacht, so und so war das. Weil das ist wichtig für die anderen Leute. Es gibt in der Therapie Gruppensitzungen. In schwer, also man, was weiß ich, anonyme Alkoholiker. Oder das kann auch nicht was mit Sucht zu tun haben. Das kann ein bestimmtes Problem sein. Und in der Gruppe lernt man plötzlich innerhalb dieses Problems Sachen, lernt man dort, die sind unglaublich. Also ich mache viele Gruppensachen. Und die Leute in der Gruppe sagen immer eins, das ist wie eine Familie, die ich noch nie gehabt habe. Und das ist ein Erlebnis, wie ich es nie irgendwo bekomme. Und ich sage, naja, das ist auch so. Da sind alle so offen, auch so lieb und so schenkend. Das findest du sonst nicht in der Gesellschaft. Ja? Und das möchte ich in dieser Gruppe haben. Das möchte ich bei der Mahnwache haben. Dass jeder seines nächsten Mentor, Trainer, Schüler und ich weiß nicht was ist. Dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen für den Frieden optimiert in seinem eigenen Verhalten. Das ist total wichtig. Und nicht den anderen kritisieren, weil er hatte gerade was Falsches gesagt. Nein, annehmen und auch mal sagen, das nehme ich jetzt mal neutral hin. Weil jeder Mensch möchte ja auch wachsen und jeder muss ja auch wachsen. Ja? Holt die Leute da ab, wo sie sind und guckt vielleicht mal und hört mal zu, wenn sie woanders stehen. Das ist wichtig. Ja? Wir, die Friedensmahnwachen, müssen den Frieden auch leben können. Sonst taugt die Mahnwache gar nichts. Die taugt nichts. Wenn wir selbst nicht am Frieden wachsen, ist das für den Arsch, wie man so schön sagt. Dann bringt sie nichts. So, mein Name ist Rüdiger Lenz. Mein Motto steht, Friede bleibt und ist mein Weg. Danke, Braunschweig. Danke, Rüdiger Lenz, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hat mir Spaß. Fand ich schön. Nach Braunschweig zu kommen. Ja. Nächste Woche Montag, 18 Uhr, sind wir wieder hier. Ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Bringt jemanden mit. Und ansonsten eine gute Woche, kommt gut durch, kommt jetzt erstmal gut nach Hause und noch einen schönen Abend. Danke. Ich möchte noch sagen, es war unsere 10. Mahnwache, nächste Woche die 11. Und wir haben heute einen absoluten Besucherrekord aufgestellt. Wir waren über 100 Menschen. Bis nächsten Montag. Und lebt die Woche in Frieden. Ich möchte noch mal kurz anknüpfen an das Letzte, was Rüdiger gerade gesagt hat. Und zwar würde ich es gut finden, wenn wir nächste Woche anfangen, mal das Mikro rumzureichen und uns gegenseitig austauschen, was wir persönlich dafür tun, dass die Welt jeden Tag ein kleines Stückchen besser wird. Danke. Ich habe nur eine kleine Ankündigung. Wir haben uns vorhin mit den Jungs und Mädels aus der Ukraine unterhalten. Wir nehmen den Kontakt auf. Und wir werden ab nächster Woche werden wir anfangen, Sachspenden zu sammeln für die Menschen in der Ukraine. Danke.
kommt gut nach Hause.